Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zurück. Ja, heute geht das um einen Snooze und ja, so richtig männlich, ja. Und zwar der Mustang. Los, bis gleich. Herzlich willkommen zurück, der Divers-Kanal meldet sich wieder heute am Dienstag, eigentlich ja am Montag, der wir uns gestern aber nochmal aufregen müssen, mussten, sehen wir uns erst jetzt und es geht heute um einen weiteren Lösnus, den ich im Prinzip eigentlich gar nicht mal so schlecht finde, beziehungsweise was heißt so schlecht, also ich finde ihn eigentlich gut, er ist ja auch jetzt eigentlich, sag ich mal, wer aus dem Hause, ich kann es irgendwie nicht reden, wer aus dem Hause Swedish Match kommt, der ist eigentlich auch nicht schlecht. Und ja, es geht heute um den Mustang Lös. Ja, wir schauen uns, wie gesagt, erstmal die Verpackung an und gucken mal, wie er aussieht. Und dann gucken wir mal, nach was der denn schmeckt. So, und dazu drehen wir einmal die Kamera um. Ja, so sieht er aus, der Mustang Lös. Wir haben hier eine schöne Verpackung. Hier steht Mustang drauf oder Mustang, wie auch immer man das sagen will. Lös, denn hier auch nochmal. Und hier auch nochmal. Und dann sind hier die Inhaltsstoffe. Gotia-Tech-Verfahren, Warnhinweis, Haltbarkeitsdatum, auch Pappmaché-Packung. Hier oben steht Svensk Snus, so wie bei den üblich anderen Sorten auch. Ja, und dann machen wir den mal auf. Ich hab schon, man sieht, es ist schon ziemlich viel raus hier. Aber das liegt daran, ja, dass ich den erst noch bei jemandem vergessen habe und nun war bei WrestleMania-Abend, ich mir das dann reingezogen habe. Und ja, also wir haben hier eine etwas gröbere Variante, mag zumindest so anscheinend, denn ich hatte jetzt mal den Prima Find offen noch und da ist der, finde ich, ein bisschen feiner. Dieser hier ist ein bisschen gröber. Ja, könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, wie Schmalzler, sag ich mal, da das ja auch als Schnupftabak, ne, also Mustang Schmalzler, ne, gibt's ja auch. Ja, der ist halt, wie gesagt, ein bisschen gröber. Gut, okay, würde ich sagen, riechen wir mal dran. Wir sehen dazu mal die Kamera. Deswegen machen wir den auch heute, weil der sonst wahrscheinlich schon weg wäre. Denn ich habe tatsächlich, ich böser Mann, habe einen Lösnus aufgefressen, obwohl ich den gar nicht gezeigt habe. Aber da es ja, nicht mehr so schwierig ist, an Snus ranzukommen, ist das dementsprechend auch gar nicht so schlimm. Weil dann machen wir erstmal andere und bestellen den dann nochmal nach. Der war auch übrigens sehr gut. Ja, aber erstmal zum Muster. Ja, wir riechen erstmal dran. Ja, und hier kommt gleich so ein schön fruchtiges, bäriges Aroma raus. Das riecht schon mal sehr interessant. Wir haben aber auch hier, finde ich, tatsächlich ein bisschen mehr tabaklastigere Variante. Also man riecht auch hier schon sehr gut den Tabak raus. Und vor allen Dingen haben wir hier ein bisschen mehr Volt hinter oder Dampf hinter, wie man mal so sagen sollte. Denn dieser hat hier Nikotin bei 42 Gramm Nikotin, 1% Nikotin. So mal zum Vergleich, ich müsste jetzt mal gucken. Also hier zum Beispiel der Kronan hat 0,75%, der ist etwas leichter. Und was hat denn der Ethan hier? Meine leere Dose hier. Der hat auch 0,75 und der General hat, ich müsste immer mal, ich weiß es immer nicht genau. Der General hat auch 0,75. Also dieser ist denn doch ein bisschen stärker als so die meisten anderen Varianten. Und ja, aber das ist ja auch mal eine ganz nette Erfahrung dann. Und ja, würde ich sagen, gar nicht lang reden, sondern hauen wir uns mal eine Prise rein hier. Geht auch gut zu Form. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe hier noch ein bisschen wenig drin und er stand ein bisschen länger. Er ist, glaube ich, ein bisschen angetrocknet. Aber es lässt sich dennoch sehr gut eine Prise hier draus formen, eine Prilla. Ne, man muss zwar ein bisschen, ich bin aber auch noch nicht so der Profi da drin. Ne, aber man kann es auch mit dem Prismaster machen. Das geht auch, aber mit der Hand ist das halt einfach cooler. Und was beim Prismaster das Problem ist, gerade bei den Swedish Match Dosen, da ist ja immer so mit Wachs beschichtet.
und dann knallt ihr da mal ins Wachs rein und dann habt ihr die ganzen Wachskrümel im Snooze. Was auch tatsächlich öfters mal bei den Dosen der Fall ist und das ist so ein bisschen zu bemängeln bei Swedish Match. Ne, das muss ich ja mal wagen. Ne, auch mal ein schlechter Punkt hier. So. Wenn wir ihn drin haben, kommt auch tatsächlich gleich ein bisschen das bärige Aroma raus. Von der Stärke merkt man jetzt hier tatsächlich aber wunderlicherweise eigentlich tatsächlich gar nicht mal so viel. Zumindest ich nicht. Und ich würde sagen, wir lassen ihn. Also es kommt so ein fruchtiges Aroma und dann würde ich sagen, lassen wir ihn mal 15 Minuten wirken und dann kommen wir mal dazu, nach was der eigentlich schmeckt. Also bis gleich. Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben jetzt 15 Minuten das wirken lassen und ich muss sagen, ihr habt hier einen Snooze, der gar nicht so nach viel unbedingt schmeckt. Ihr habt zwar dieses leicht bärige Aroma, ihr habt auch das Tabakaroma, was auch hier gut zur Geltung kommt. Aber meiner Meinung nach ist hier vom Geschmack her nicht ganz so viel zu schmecken. Da gibt es Sorten, die sind doch weitaus geschmacksintensiver. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem eine sehr gute Variante, denn ihr habt hier eine etwas stärkere Variante, das für den einen oder anderen ehemaligen Kettenraucher doch vielleicht doch eine gute Alternative sein könnte, auf jeden Fall. Und man muss es auch nicht immer so ganz geschmackvoll haben, zumindest ich nicht immer. Wir haben hier dieses schöne bärige Aroma mit einem Hauch Tabakaroma mit dazu, was eigentlich so herrlich aufeinander abgestimmt ist. Und aber es ist Swedish Matchlös, ne? Da kann man nicht schlecht bewerten. Das ist einfach eine klasse Sache und ja, ist herrlich. Also die können es einfach, ne? Auch mit diesem Gotia-Tech-Verfahren auch noch eine super Sache halt, dass halt da weniger Nitrosamine drin sind. Das ist halt einfach klasse. Also wenn Lös, dann Swedish Match. Es gibt auch andere gute, Fiedler und Landgren, Kneck zum Beispiel. Oder auch der Skrüff, die sind auch sehr gut. Wir haben aber auch tatsächlich noch einen günstigen, der ist gar nicht mal so zu verachten. Den werde ich euch dann, denke ich mal, am Freitag mal vorstellen. Der ist auch sehr gut. Ja, kommen wir zum Fazit. Oder erstmal zum Preis. Also, was kostet der? Er ist auch tatsächlich ein bisschen günstiger als die sonstigen Swedish Match-Sorten, denn zum Beispiel Ethan General. Und der Magmura und der Göteborgs Rapé kosten ja alle 5,70 €. Obwohl das, finde ich, auch preislich denn für diese 42 Gramm Lös auch immer noch in Ordnung geht. Und den Mustang, der kostet, heißt ja jetzt eigentlich Mustang oder Mustang? Ich nehme mal Mustang, wegen Ford Mustang. Ja, der kostet nur 4,90 €. Er ist tatsächlich ein bisschen günstiger. Es gibt ihn auch in der Porsche-Variante und zurzeit bei dem sagenumwobenen Shop gibt es im Moment auch ein richtiges Mustang-Programm. Da müsste ich euch nochmal einmal ganz genau gucken, wenn ihr auf die Startseite geht. Habe ich nämlich eben gerade durch Zufall dann auch gesehen. Passt also hervorragend zeitlich, mein Video. Ja, oder auch nicht mehr. Zumindest habe ich es eben gesehen. Doch, da. Buy 10 and get 2 free extra, wenn ihr Mustang bestellt in der Limited Time. Da könnt ihr bestellen den Mustang Original Portion und Wit Portion gibt es auch noch und halt den Lös. Ich rate euch aber zu dem Lös. Die Portions sind relativ günstig hier eigentlich. Also die kosten 2,85 € beide Dinger. Und wie gesagt, wenn ihr da 10 Stück nehmt, bekommt ihr 2 extra mit dazu. Nur mal so zur kleinen Info. Ja, Fazit. Swedish Match macht hier wieder natürlich eine tolle Sache. Also mir gefällt der. Auch wenn er diesmal gar nicht mal so geschmackslastig ist, was ich jetzt eigentlich erwartet hätte nach dem Geruch aus der Dose. Wir haben hier aber ein sehr leichtes Geschmackserlebnis, was aber auch durchweg mal gar nicht so schlecht sein kann. Und es ist, ja, wir reden hier über Swedish Matchlös, da brauchen wir gar nicht niedrige Punktzahl erwarten. Also ich kriege von mir auch 8,5 von 10 Punkten. Es ist nicht mein Liebling. Wir haben das hier auch so, dass das Salz, finde ich, auch erst ziemlich zu Ende rauskommt. Also wir haben echt erst dieses fruchtige Aroma, sehr mit einem schönen Tabakaroma und dann dieses Salzaroma.
Aber das bedarf es auch hier gar nicht, das ist mal was anderes. Muss man halt für sich selber wissen. Also er kommt natürlich an die Top 10, an die Top Flaggschiffe von Swedish Match nicht ran. Für mich zumindest nicht, das ist aber auch alles Geschmackssache. Aber von der Qualität her und ist das auch sehr, sehr gut. Ne, das ist halt immer so Geschmackssache. Ne? Ich zum Beispiel bin ja der große Ethan-Fan. Und dann ist das natürlich dann noch eine ganz andere Geschichte. Ne? Muss man halt für sich selber wissen. Aber ich kann ihn dennoch auf jeden Fall empfehlen. Und würde ihm, wie gesagt, auch 8,5 von 10 Punkten dann geben. Ja, das war es dann auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen schon wieder mit einem weiteren Schnupftabak-Video. Und dann gehen wir mal wieder nach Südafrika, würde ich mal sagen. Denn ich habe da auch mal wieder noch ein paar Südafrika bestellt, die es auch wirklich nikotinmäßig in sich haben. Und wir werden dort mal einen Vergleich anstellen. Und was das für ein Vergleich ist, das seht ihr morgen. Also, schaltet morgen wieder ein. Wir sehen uns bis dahin. Tschüss, macht's gut und macht nicht zu doll.